Willkommen zu unserem gemeinsamen Dhamma-Erschließungs-Morgenabschnitt des Kurses. Das ist vielleicht ein bisschen kompliziert ausgedrückt, aber dafür habe ich eine Leidenschaft. So, wir stehen jetzt, wie schon in der Morgenmeditation klar geworden ist, an dem Punkt, wo wir uns mit der zweiten Tetrade der Atemachtsamkeit beschäftigen. Die auch wieder aus vier Stufen besteht. Freude empfindend werde ich ein- und ausatmen. Wohlgefühl empfindend werde ich ein- und ausatmen. Das Citta Sankhara empfindend werde ich ein- und ausatmen. Und das Citta Sankhara beruhigend, zur Ruhe bringend werde ich ein- und ausatmen. So übe ich mich. Citta Sankhara werden wir dann natürlich auch noch sprechen. Das habe ich jetzt erstmal so unübersetzt gelassen, aber vielleicht können sich manche auch schon ein bisschen denken, was damit gemeint sein kann, nachdem man ja schon Kaya Sankhara kennengelernt hat in der ersten Tetrade und nachdem wir es heute in der Meditation auch schon kurz aufblitzen gesehen haben am Ende. Aber das sind ja noch zwei Stufen davor. Und es ist auch noch insgesamt lohnenswert zu erwähnen, dass wir hier jetzt nach der vier Atemachtsamkeitstetraden, vier Achtsamkeitsgrundlagenabgleichung uns hier im Vedananupassana-Teil befinden, also in der Betrachtung der Empfindungen. Auch darüber werden wir noch mehr hören, nur dass wir mal jetzt so ein bisschen die Bühne haben dafür, womit wir es hier zu tun haben. Ist gut, die Beleuchtung? Ja, ich habe das heute auch in der Meditation so angeleitet, so dass es relativ offensichtlich geworden ist, hoffe ich, dass ich diese zweite Tetrade in der Form, wie wir sie jetzt geübt haben und wie sie in der Lehrrede über die Atemachtsamkeit steht, durchaus aus der ersten ergibt. Also in dieser Variante, wo die Emotionen, die wir erleben, festgelegt sind als Piti und Sukha. Wir kennen das Vedananupassana, also die Empfindungsbetrachtung aus dem Satipatthana-Kontext ein bisschen anders. Da ist nicht vorgegeben, mit welcher Emotion wir diese Praxis machen. Und das muss auch nicht zwingend die einzige Möglichkeit sein, das mit im Zusammenhang mit dem Atem zu praktizieren, dass es sich immer nur auf Piti Sukha, also auf diese Freude und Wohlgefühl beziehen muss. Aber wenn wir es im Einklang mit der ersten Tetrade machen und die erste Tetrade gut läuft, dann haben wir die Chance, die Möglichkeit, dass die Emotionen, mit denen wir dann unsere Empfindungsarbeit machen, diese ja, sehr schönen Emotionen, Piti und Sukha. Die sich ganz natürlich aus dem Beruhigen der,
des Körperaktivitätszwanges am Ende der ersten Tetrade ergeben. Was manchmal ungewohnt ist, aber doch eine wichtige Klärung, zumindest nach meinem Verständnis, ist das etwas, wo man vielleicht nochmal auf die genaue Bedeutung oder die genaue Wortwahl des Buddha achten kann und da vielleicht einen Vorteil davon bekommen kann, ist diese Unterscheidung zwischen Piti und Sukha. Und zwar das Piti als den geistigen Anteil der Freude zu sehen. Ne? Das kommt jetzt durch das klare, weise Erleben dieser Körpersankara-Beruhigung, dass wir uns bewusst werden, in was für einer erfreulichen Lage wir uns befinden, wenn wir das Privileg haben, diese Beruhigung erleben zu dürfen. So Piti als der geistige Anteil dieser gesamten emotionalen Erfahrung, der auch einen körperlichen Effekt hat oder eine körperliche Begleitung, und zwar das Sukha. Und ich weiß, dass das oft auch andersrum gesehen oder erlebt wird, unter Anführungsstrichen, aber das, was wir erleben und das, wie wir es bezeichnen und welche Begriffe wir für das verwenden, was wir erleben, ja nicht unbedingt das Gleiche ist. Und also nur zur Klärung, wie ich diese Begriffe verwende und wo das herkommt. Wir finden zum einen in den Beschreibungen der Jhanas, der Vertiefungen, immer wieder diese Unterscheidung. Wenn der Buddha die dritte Vertiefung beschreibt, dann heißt es, nach Verblassen von Piti empfindet er sie einen Zucker im Körper und der Geist empfindet Gleichmut. Also daraus kann man ableiten, dass Zucker körperlich empfunden wird und Piti geistig. Dann gibt es auch oft eine Pre-Jhana-Beschreibung über Pamoja, also Frohsinn oder Erleichterung könnte man das übersetzen, zum Beispiel wenn wir gezielt mit dem Verringern und Aufheben der fünf Hindernisse arbeiten und dann erleben, dass die fünf Hindernisse beruhigt und geschwunden sind, entsteht Frohsinn. Dem Frohsinnigen entsteht Piti. Und dann heißt es weiter, mit einem Piti-Geist beruhigt sich der Körper und im beruhigten Körper ist Zucker zu erleben. Also das zeigt auch wieder recht deutlich, wo man das zuordnen kann. Und ich finde das wichtig und relevant zu unterscheiden, weil das Piti als der geistige Faktor dieser emotionalen Erfahrung näher an dem Erkennen oder an einem Zusammenhang oder an einem Anlass für Freude steht, als der somatische Effekt. Das heißt, dass wir auch in der Atemachtsamkeit, wie wir sie jetzt praktizieren, da durchaus darauf achten können und auch achten sollten, uns nicht so sehr in der zwar sehr angenehmen, aber schon, soll man sagen,
per se nicht unbedingt weiterführenden körperlichen Seite dieses angenehmen Erlebens zu verlieren. Ja. War das jetzt klar? Klarer Satz? Ja. Also ich finde, das Sinn ist recht wichtig und ich habe da selber das noch nie so richtig ausformuliert. Darum bin ich da jetzt gerade so ein bisschen am Herumtasten, wie ich das am besten verständlich machen kann, was ich da wichtig finde. Was uns an dem Punkt sehr als Unterstützung zugutekommt, ist diese wie ich das getauft habe, die Logik der Erwachungsglieder, ja, wo wir an dem Punkt, wo Piti da ist, schon wissen, wie es damit weitergehen kann, / soll, wenn das Ganze in Richtung Gleichmut und Gleichmut als eben fördernder Faktor für das Erwachen geht. Ne? Es sind ja die Erwachungsglieder, die Organe, die gemeinsam zusammenarbeiten, damit Erwachen stattfindet. Und wenn wir beim Piti landen und uns dann ganz in das Sukha hinein stürzen, was ja von der menschlichen Perspektive durchaus nachvollziehbar ist und auch eine Praxis für sich sein kann. Ja, also es kann ja auch eine heilsame Erfahrung sein, endlich einmal etwas richtig Schönes und Angenehmes zu erleben, was nichts mit den Sinnen da draußen und dem ganzen Durcheinander in der Welt der Sinne zu tun hat. Ja, und daran können wir uns auch erfreuen. Nur folgen wir dann in dem Moment nicht unbedingt der ganzen Stufenleiter zum Erwachen hinauf. Ne? Aber das ist ja oft so im Dhamma, dass man eine bestimmte Übung macht und die nicht unbedingt jetzt als Endziel gleich diese ganze Befreiung hat. Manchmal macht man Metta, um mit der Tendenz, dass man sich oft ärgert, besser klarzukommen, dann ist das quasi eine begleitende Unterstützung. Ja, und wenn das im Rahmen der Erwachungsglieder stattfindet, dann sehen wir, da ist Piti. Das hat ein geistiger Anlass, sich über etwas in seiner Meditation zu freuen. Und das fühlt sich natürlich gut an. Und wir wissen aber, das ist jetzt wieder ein Sprungbrett zur weiteren Beruhigung und zum weiteren Unvoreingenommen werden und nicht sich vereinnahmen lassen von einem bestimmten angenehmen Zustand. Ja, wie geht es dann weiter in der Atembetrachtung? Wir haben Piti empfindend ein- und auszuatmen geübt. Wir haben Sukha empfindend ein- und auszuatmen geübt. Dieses Üben am Schluss, auf das bin ich, glaube ich, noch gar nicht eingegangen, zeigt schon auch, dass wir da nicht nur passiv einen Prozess mitverfolgen, der ganz von alleine geschieht, sondern dass gerade das Wissen um diese Schritte uns durchaus dazu befähigt, auch manchmal aktive Impulse zu setzen. Ja, und in dem Fall eben jetzt, natürlich kann man nicht, das heißt ja auch nicht, Piti erzeugend werde ich ein- und ausatmen, sondern Piti empfindend. Ja, aber dieses
Piti empfinden, kann man eben auch üben. Das ist etwas, was wir vielleicht gar nicht so bemerken und dem gar nicht so einen Stellenwert geben würden, wenn uns nicht der Buddha darauf aufmerksam macht. Schau da mal hin, du kannst das als Piti erleben, wenn das Körpersankara sich beruhigt. Und dann merkt man, ah ja, stimmt ja, das ist ja eigentlich voll was Gutes, da kann ich ja mich drüber freuen. Ja, wäre mir so von selber vielleicht gar nicht aufgefallen, da hätte ich mir vielleicht gedacht, na gut, es ist alles ruhig geworden, jetzt irgendwie langweilig, jetzt denke ich mir wieder irgendwas Schönes aus. Ja. Also weil das hier ja auch so Feinschmecker oder Feinschmeckerinnen-Zustände sind, ist es vielleicht wichtig, nochmal darauf hingewiesen zu werden. Ne? Wie beim, weiß nicht, wenn man in einem Gourmet-Lokal irgendwas ganz Tolles serviert bekommt und man schlingt das dann runter wie ein Bauer oder eine Bäuerin. Aber Bauern können ja natürlich auch ins Feinschmecker-Lokal gehen. Aber also wie jemand, der nicht viel Erfahrung hat, wie ein Mönch, vielleicht sollte man so einen Mönch oder eine Nonne, ein Feinschmecker-Lokal und schlingt das dann halt runter, ja gut. Und dann würde vielleicht jemand sagen, ja, aber achte mal auf den bestimmten Limetten, Aroma, das da drüber liegt und so weiter. Also ich glaube, ihr versteht schon, was ich meine. Der Buddha gibt uns hier einen Spezialhinweis, achte mal drauf. Fühlt sich das denn eigentlich nicht sogar sehr gut an, wenn das Körpersankara zur Ruhe kommt? Dann merken ja, wow, das fühlt sich gut an, sowohl geistig als auch körperlich. Und dann geht der Buddha da wieder weiter, schickt uns weiter die Logik der Erwachungsglieder entlang. Und zwar sind auch jetzt vielleicht eine wichtige Klärung der Begriffe, wenn ich sage, Piti und Sukha sind Emotionen, dann ist das nicht Vedana aus Vedana Nupassana, aus der Empfindungsbetrachtung. Ja. Empfindung hat jetzt, darum sage ich auch für Vedana immer Empfindung, um das ein bisschen auseinanderzuhalten, hat in der im Dhamma eine ganz bestimmte Definition. Vedana ist ein geistiger Faktor und beschreibt ein bestimmtes Verhalten unseres Geistes, und zwar immer das empfundene Bewerten eines Erlebens. Also finde ich das angenehm oder finde ich das unangenehm? Das ist Vedana. Also Piti und Sukha ist per se kein Vedana, sondern wenn wir Piti und Sukha angenehm finden, dann ist das angenehm finden das Vedana an der Sache. Können wir sagen, ja, Piti Sukha findet man doch immer angenehm, aber es muss nicht sein. Ja, wenn man zum Beispiel gerade die vierte Vertiefung erlebt hat und dann rutscht er zurück in die dritte oder sogar in die zweite, dann ist das eher eine Enttäuschung. Ja, jetzt war es gerade so friedlich und jetzt muss ich mich da wieder mit dieser Freude und mit diesem kindischen Glücksgefühl rumschlagen, obwohl ich eigentlich gerade was viel Friedlicheres erlebt habe. Nur so mal so als Beispiel. Ne? Das heißt, ob was angenehm ist oder nicht, liegt immer im Auge des Betrachtenden, des erlebenden Geistes und nicht in dem Ding selber. Und im Normalfall, also im verblendeten Fall, sind wir uns deswegen leider oft nicht bewusst. Und darum sind im Normalfall Piti und Sukha Emotionen, die mit einem unbewussten Vedana durchdrungen sind
und dadurch so quasi so aufgeladen sind oder scharf gemacht sind. Man kann auch sagen, das Vedana, das ist wie so ein, das macht das Ganze erst so aufgeladen. Da entsteht erst diese Spannung, der Spannungsbogen, der dann auch zu Verlangen führt. Ne? Aus der bedingten Entstehung kennen wir das, dass Vedana der auslösende Grund für Tanha ist, also dass Empfindung der Grund, der Auslöser ist für Verlangen. Also nachdem wir Piti und Sukha erlebt haben, werden wir uns des Citta-Sankhara bewusst. Das ist die dritte Stufe. Citta-Sankhara-Patisangvidi. Und allein aus der Lehrrede wird das nicht näher definiert, was der Buddha mit Citta-Sankhara meint. In meiner eigenen Praxis habe ich da auch schon einige sich zwar recht ähnliche, aber doch ein bisschen unterschiedliche Ansätze ausprobiert und letzten Endes ist das alles in Ordnung. Was das prinzipiell ausdrückt, Citta-Sankhara ist dieses Vedana, diese Empfindung und seine provokante, sein Provokationspotenzial, ja, und alles, was dann daraus entsteht. Also ähnlich wie wir bei dem Körpersankhara gesehen haben, das ist so ein Aktivitätszwang des Körpers, ja, der natürlich mit dem Geist zusammenhängt, aber den wir im Körper erleben, so ist das hier ein Aktivitätszwang, den wir mit dem Geist oder im Geist erleben. Also dieses alles bewerten wollen und wissen wollen, ist das angenehm oder unangenehm, weil erst dann kann ich mich dem gegenüber positionieren und kann ich das endgültig festnageln und besitzen oder solange es geht verlängern oder wenn es mir nicht in den Kram passt, es verkürzen und loswerden. Das ist ein geistiger Zwang, den wir normalerweise, also ein Zwang zur Aktivität, den wir erstens gar nicht bemerken und dadurch dem natürlich auch ziemlich ausgeliefert sind. Und dann oft selbst in der Meditation der Geist durchaus noch sehr aktiv ist, auch wenn er vielleicht nicht mehr in der Phase steckt, wo er jetzt an den Einkauf im Supermarkt denkt. Ja, das wird oft so gesehen. Der unruhige Geist ist so, dass man an den Einkauf denkt oder an sonst irgendwas Alltägliches. Und wenn die Gedanken dann weniger werden, dann ist der Geist ja still, dann macht der Geist ja nichts mehr. Ja, und das stimmt so eben nicht, weil allein das Bewerten von Erfahrungen ist eben interessanterweise nicht etwas, was in der Erfahrung per se schon mitgeliefert wird, sondern etwas, was der Geist immer zusätzlich künstlich da noch dazu gibt. Was ja auch nicht immer nur schlecht ist, ne? Also das hat auch seine Vorteile, zum Beispiel, wenn es uns motiviert zu meditieren. Also Piti und Sukha als angenehm zu empfinden, kann uns dazu bringen, um 5:30 Uhr aufzustehen und dann bei einer Meditation mitzumachen, obwohl man sonst vielleicht das Liegenbleiben und Weiterdösen als angenehmer empfunden hätte. Ja.
andererseits ist gerade das zur Ruhe bringen des Citta Sankhara, also dieses Vedana und alles, was dann daraus sich weiter zusammenspinnt an Verlangen, ganz enorm unterstützend für unseren Einsichtsprozess. Dadurch, dass wir sehen, dass da nur Vedana drin ist, beruhigt sich das Citta Sankhara. Das bedeutet, dass wir, wenn wir sehen, wo die ganze Motivation eigentlich immer wieder einer selbstgemachten Dramatik entspringt, dann verliert das Ganze so seinen Reiz oder auch verliert seine Macht über uns. Und wir werden immer, sobald das Citta Sankhara sich beruhigt, also unser Verhaftetsein in dieser Welt, in der Dinge furchtbar angenehm und furchtbar unangenehm sind und wir deswegen ständig mit unserem Geist schauen müssen, was passt mir, was passt mir nicht und wo soll ich mein Verlangen am besten draufrichten. Wenn wir da mal rauskommen, haben wir einen sehr großen Vorteil, wenn wir uns dann die Unbeständigkeit anschauen wollen, weil zum Ersten das Ganze natürlich wir eine freiere Sicht drauf haben und nicht so abgelenkt sind und zum anderen aber auch, weil wir dann das, was wir zu sehen bekommen, wenn wir die Unbeständigkeit betrachten, nicht mehr als angenehm oder unangenehm bewerten müssen. Ja, das kann ein nicht zu vernachlässigendes oder nicht zu unterschätzendes Problem werden in der Einsichtsmeditation, wenn wir auf diese Einsichten emotional reagieren und sagen, oh, das ist aber unangenehm, dass sich alles auflöst, das will ich gar nicht sehen. Oder das ist also friedlich mit dem Fluss der Vergänglichkeit mitzufließen, da bleibe ich jetzt, mehr will ich gar nicht wissen. Und das Ganze mit dem Loslassen interessiert mich nicht so. Ne? Da sind wir immer noch beeinflusst von dem, was das Vedana uns da so zuflüstert. Und insgesamt in der ganzen Dhamma-Praxis kommt es uns zugute, unsere Vedana-Hörigkeit immer wieder in Frage zu stellen und aufzulösen, weil wir in der Dhamma-Praxis eben nicht der weltlichen Logik folgen oder vielleicht sie teilweise auch sogar unterstützend einsetzen, aber nicht grundlegend der weltlichen Logik folgen. Es geht immer dahin, wo es angenehmes Vedana gibt und es geht immer da weg, wo es unangenehmes Vedana gibt. Ja, wir versuchen, dahin zu gehen, wo es heilsam ist, also wo Gier, Hass und Verblendung wenig sind und uns davon weg zu entfernen, wo Gier, Hass und Verblendung mehr werden. So, ein paar Punkte wollte ich noch sagen. Eins, was jetzt noch ganz wichtig ist, auch für die Atembetrachtung, gibt es durchaus Situationen, wo wir nicht mit Piti und Zucker zu tun bekommen, weil wir körperliche Schmerzen haben, weil andere Emotionen einfach gerade sich vordrängen. Ja, also wir als Menschen haben wir nicht immer nur schöne und angenehme Emotionen, wenn wir ein- und ausatmen, sondern oft auch ganz andere. Und im Prinzip macht es keinen großen Unterschied. Wir können die Schritte 3 und 4, also das Körpersankara empfinden und das Körpersankara erleben und bewusst erleben und das Körpersankara zur Ruhe kommen lassen, mit jeder Art von Emotionen üben. Durchaus auch
dann jetzt in eurem Alltag, wenn ihr heute weiter mit Achtsamkeit durch den Tag geht, kann das eine interessante Übung sein. In dem geschützten Rahmen der Körperachtsamkeit, die auch sowas wie eine, wie man das sagen, ist so wie vielleicht ein Raubtier-Dompteur oder Dompteurin, die sich mit dem Raubtier in einen Käfig einsperren, selber, freiwillig. Ja? Und dadurch ist eben kein Ausweichen mehr möglich. Und dadurch, dass man sich dann mal direkt begegnet, ohne Ausweichmöglichkeit, muss da irgendwie ein Umgang her oder eine Lösung her. Ne? Und so ist es mit der Körperachtsamkeit, wenn wir die etablieren. Natürlich ist das jetzt nichts, was uns einsperrt im negativen Sinn, aber es ist etwas, was uns mit dem, worüber wir jetzt hier was lernen wollen, einmal zusammenbringt. Indem wir durch die Körperachtsamkeit die Möglichkeit haben, die Ausweichmanöver des Geistes über Gedanken, irgendwelche Vorschläge, wie man jetzt das Problem oder die Emotionen lösen und verändern und loswerden könnte, dass man das alles einmal nicht braucht und wirklich direkt im Körper das erlebt, was im gegenwärtigen Moment gerade stattfindet. Und dann zu sehen, dass die Emotion eigentlich nur provokativ auf uns wirkt, wenn wir einen Empfindungsgrad zuschreiben. Und dass das gar nicht einmal, dass der Empfindungsgrad gar nicht einmal aufhören muss, dass er nur als solches erkannt und gesehen werden muss, um die gesamte Dramatik einer emotionalen Situation zu beruhigen. Das ist eine sehr befreiende Erfahrung. Ja, aber es hat natürlich auch, es ist auch nicht schlecht, wenn wir das mit Piti Sukha auch erleben. Also nicht nur, aber auch nicht gar nicht. Also dieses gleiche Schema bei Piti Sukha zu erleben, hat eben nochmal den zusätzlichen Vorteil, dass es sich hier um das handelt, was wir eigentlich uns die ganze Zeit ja wünschen. Ne? Wo vielleicht auch das ganze Körpersankara aus der ersten Tetrade eigentlich immer, wo das immer hinarbeitet. Ja, ich möchte mich endlich gut fühlen und darum zappel ich darum durchs Dasein, weil vielleicht komme ich dann an den Punkt, wo ich mich endlich mal wohlfühle. Ne? Und hier erleben wir das dann mal wirklich, wie, dass wir uns wirklich wohlfühlen. Und dann aus diesem Reichtum heraus trotzdem das Chitta-Sankara oder die Chitta-Sankara provozierende Fähigkeit unserer Emotionen zu sehen und das dann loszulassen, hat nochmal eine ganz andere Überzeugungskraft, als wenn wir das immer nur aus der Not einer emotionalen Schwierigkeit heraus machen. Ne? So wie das obwohl es eigentlich ein Quatsch ist, ja, ähnlich wie vorher meine unpassende Bemerkung über Bauern und Bäuerinnen, für die ich mich nochmal entschuldigen möchte. Es ist irgendwie so ein alter Sprachgebrauch, der gar nicht mehr schön ist eigentlich. Und so ähnlich habe ich das selber manchmal erlebt, jetzt halt andersrum, dass man zum Beispiel in Sri Lanka von den Einheimischen dort als aus dem Westen gekommener Mönch besonders bewundert wurde, weil man ja ein Leben im Reichtum eines europäischen Landes aufgegeben hat. Im Vergleich zu jemand, der
der eh schon nichts zu essen hat und dann wird er halt Mönch und dann, ja, das ist zwar natürlich auch Bewertung und Quatsch, aber nur jetzt so als Metapher ist das vielleicht auch ähnlich hier. Oder wenn wir an den Prinz Siddhartha denken, der dann Buddha wurde und seine drei Königspaläste verlassen hat, das erzeugt in uns schon vielleicht noch so eine gewisse, so einen Respekt dieser Konsequenz gegenüber, ne? Dass er da so einen großen Tausch gemacht hat und so für ihn so ungewohnte Mühen auf sich genommen hat. Und ähnlich ist es eben, wenn wir es schaffen, dass auch dieses Angenehme, was wir uns vielleicht immer gewünscht haben, das Piti Sukha, dann letzten Endes auch loszulassen oder auch zu sehen, dass uns das nicht glücklich macht, solange wir damit dem Citta Sankhara immer noch dran rummachen und uns davon herumtreiben lassen. Es überzeugt vielleicht unsere Weisheitskraft mehr, wenn das nicht mit der Verzweiflung einer unangenehmen Erfahrung gekoppelt ist. Ja, ich hoffe, das war so halbwegs verständlich und wir sehen uns um 10 Uhr wieder und bis dahin gerne weiter praktizieren mit der immer wieder die Körperachtsamkeit aufbauen und dann heute als Schwerpunkt die Gefühlsbetrachtung dazu holen, wenn, egal was euch passiert, egal welche emotionalen Zustände ihr erlebt, könnt immer wieder durchschärfen und sehen, dass das Drama eigentlich immer eine weitere Zutat ist, die der Geist noch dazu tut und dass es uns eigentlich besser geht, wenn wir diese Zutat erkennen und nicht so ernst nehmen. Okay. Dann möchte ich es dabei belassen für jetzt und wir sehen uns dann um 10 Uhr wieder.